Andere stehen auch schon in den Startlöchern, nämlich die Opposition, auch wenn die sehr klein ist. Und eine, die immer vor dieser großen Koalition gewarnt hat, ist die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Sarah Wagenknecht. Und ist jetzt zu Gast bei Christiane Meyer in Berlin. Schönen guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Anne. Ja, wie eine Krönung fühlt es sich tatsächlich an. Hier feiert sich die Große Koalition heute selbst. Und die Opposition, die kommt wirklich gar nicht zu Wort. Guten Morgen, Frau Wagenknecht. Guten Morgen. Sind Sie denn jetzt vollständig außen vor heute und dürfen nur noch zugucken? Ja, also wir werden heute unser Nein abgeben, aber mehr Debatte ist nicht erwünscht. Morgen gibt es eine Diskussion zur EU-Politik. Irgendwann wird man vielleicht auch mal den Koalitionsvertrag diskutieren, aber es ist eben leider der Stil. Sie wollen natürlich auch keine Diskussion, sondern Sie wollen jetzt Ihr Programm durchziehen. Frau Merkel macht das weiter, was sie jetzt schon 8 Jahre gemacht hat. Da kann man sozusagen, muss man sich nicht wundern. Wundern muss man sich eher, wie die SPD sich wirklich zum Nulltarif verkauft hat. Sie sind ja nun mal wirklich die Kleinstopposition. Alle anderen sind relativ glücklich mit Ihrem Verhandlungsergebnis. Wo ist denn Ihre Hauptkritik? Wo liegt die denn? Ja, ich denke, das Problem ist, wir haben ja in Deutschland eine Situation, wo seit Jahren auf der einen Seite die Zahl der Familien wächst, die im Grunde nicht mehr genug Geld haben, um sich einen Urlaub leisten zu können, um sich Wohlstand leisten zu können, die jeden Euro immer öfter umdrehen müssen. Auf der anderen Seite wächst die Zahl der Millionäre. Und diese Diskrepanz, die wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren auch nicht kleiner werden, sondern sie wird weiter wachsen. Also wir haben immer mehr Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Da reicht auch ein Mindestlohn, der irgendwann 2017 kommt und noch nicht mal wahrscheinlich flächendeckend sein wird, überhaupt nicht aus. Wir haben immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die Probleme haben. Und da sind eben auch die geringfügigen Modifikationen überhaupt nicht ausreichend, zumal jetzt die Rentenversicherung auch noch ausgerechnet hat, dass das zulasten der anderen Rentner geht. Wir haben die Situation, die SPD hat groß im Wahlkampf versprochen, Vermögenssteuer, Reichensteuer, da passiert gar nichts. Das heißt, Millionäre und Konzerne werden nach wie vor wenig Steuern zahlen, währenddessen die kleinen Leute die Hauptsteuerlast tragen. Und das sind alles Zustände, die ich überhaupt nicht akzeptabel finde. Sie sagen, die SPD hat sich unter Wert verkauft. Es ist aber dennoch so, dass die Mehrheit der Deutschen diese Große Koalition ganz großartig findet und auch dafür ist. Also fragt man sich da nicht etwa am Ende doch, ob man vielleicht politisch sich auch etwas anders aufstellen muss, um dann vielleicht auch mehr Wähler zu bekommen? Dann hat man ja auch mehr Einfluss. Naja, ob die Leute wirklich die Große Koalition so begeisternd finden. Ich meine, wir haben ja in Deutschland einen Trend, dass immer mehr Menschen sich von der Politik völlig abwenden, weil sie sagen, die lügen doch nur, die versprechen uns vor der Wahl das Blaue vom Himmel, nach der Wahl machen sie das Gegenteil. Und genau diese Haltung ist natürlich jetzt nochmal bestätigt worden. Also wenn Parteien, vor allen Dingen die SPD, Dinge versprechen, die sie dann nicht einlösen, wenn wir faktisch im Bundestag eine Mehrheit von Parteien haben, die gesagt haben, sofort flächendeckender Mindestlohn, die gesagt haben, Vermögenssteuer. Und wenn diese Mehrheit nicht genutzt wird, dann fördert das eher, dass Menschen sich abwenden von der Politik und jetzt natürlich so ein bisschen fatalistisch auch sagen, na gut, die Große Koalition, was sollen wir denn sonst haben? Aber ob die jetzige Politik wirklich von Mehrheiten unterstützt wird, das wage ich zu bezweifeln. Nun sind Sie ja im Parlament und Sie werden auch gehört. Wie sieht es denn aus mit den Minderheitsrechten? Haben Sie das Gefühl, Sie werden immerhin von den Großen doch dahingehend unterstützt, dass Sie die Rechte haben, einen Untersuchungsausschuss zu setzen und auch in den Debatten ausreichend zu Wort zu kommen? Also darüber verhandeln wir noch. Also bei den Redezeiten gibt es einen Kompromiss, der zumindest bedeutet, dass die Koalition nicht nur sich abfeiern kann, wir etwas mehr Redezeit haben. Bei Untersuchungsausschüssen hoffe ich auch, dass es Kompromisse geben wird, also das auf 20% zu reduzieren. Auch weil alles andere ja zeigen würde, die Regierung findet ihre eigene Politik so problematisch, dass sie Angst davor hat, Untersuchungsausschüsse einzurichten. Also ich glaube, in das Image will sie nicht kommen. Aber am Ende wird es sowieso darum gehen, dass wir versuchen, diese Regierung mit besseren Argumenten vor uns herzutreiben. Und ich glaube, wir haben die besseren Argumente. Stichwort auch, wenn wir morgen über EU reden, Bankenregulierung. Ja. Es soll weiter Steuergeld für Banken verschleudert werden. Auch das finde ich überhaupt nicht akzeptabel. Und auch das werden wir weiter in dieser Regierung natürlich unter die Nase reiben. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Man sieht, Sarah Wagenknecht nutzt die Zeit, die wenige Zeit, die sie hat, auch bei uns, um möglichst viel da reinzupacken. Gute Übung für die Zukunft, denn die Redezeit der Oppositionsparteien wird äußerst beschränkt sein und die Redezeit der Großen Koalition hingegen nicht. Und damit zurück zu euch, Till.